Hey Leute, wartet auf mich! Oh nein, Santa, guck mal, da ist Rudolf. Hey. Was will der Penner? Ich hab doch gesagt, wir fahren dieses Jahr mit der Bahn. Der ist absolut aufdringlich. Hey, ihr könnt doch nicht einfach ohne mich fahren. Lass einfach so tun, als ob wir schlafen. Komm schon, Lukas, heute knacken wir endlich unseren Rekord. Ich weiß doch nicht, das ist wirklich ganz schön schnell. Lukas, nein, nicht. Ich kann nicht anhalten. Lukas, Achtung, pass auf. Das ist viel zu schnell. Was geht denn hier ab? Lukas! Hey, Timo, willst du mit mir spielen? Nee, du, lass mal, kein Bock. Ach, komm schon, Timo, das wird lustig. Wie beim letzten Mal, Alter. Alter, was ist dein Problem? Verpiss dich. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache das ja hier auch alles nicht zum Spaß. Die Spanner muss sie können und Inna Weke muss dann damit leben. Das ist doch immer das Gleiche. Ich meine, hier fängt das ja schon an. Sehen Sie, das ist einfach ein Hühnerdraht. Die lassen sich das nichts mehr kosten. Verstehen Sie, was ich meine? Aber was rege ich mich denn überhaupt noch auf? Oh, ja, Hübsche, ich mach dir jetzt ein süßes Delfin-Baby. Ja, ja, ja. Hey, was soll das? Letzte Woche das Kamel und jetzt sowas. Wird's bald, du blöde Kuh. Sieh zu, dass du dich von meiner Straße runtermachst, sonst helfe ich gleich nach. Du bist doch nur eine Ziege. Was willst du schon machen? Nur eine Ziege? Ich glaube, ich hab mich gerade verhört. Hey, hau ab, du dummes Tier, sonst rufe ich die Bullen. Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier anlegst? Komm doch her, wenn du so eine große Klappe hast. Ich rotz dich um, Junge, hä? Na gut, Bats, Alter. Wie schmeckt dir das? Hey, Leute, beeilt euch. Die Neuverfilmung von Dumbo läuft im Kino. Aber ich dachte, wir gucken Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen? Drauf geschissen. Komm schon, Dorothee, ein bisschen mehr Beeilung. Scooby-Doo gibt eine Autogrammstunde im Supermarkt. Wenn er mich sieht, verliebt er sich und ich kann endlich hier wegziehen. Ich bin ein süßes Hamsterchen, gib mir ein Küsschen. Deine Fresse! Hallo. Okay, ja, du, ja. Oh, Moment, ja, Otto. Hey, nicht so stürmisch, ey. Lass mich nicht. Um Himmels Willen. Hallo, Pizza-Service. Ach, du heiliger Affenarsch. Wurde ja auch langsam Zeit, Mann. Bisschen lange gedauert heute, wa? Ihr habt doch hoffentlich die Bananen raufgemacht. Ja, wie besprochen. Gut, danke. Das Wechselgeld kannst du behalten. Steffen, ich muss zuerst auf die Toilette. Oh, Scheiße. Verschwinde, du dummer Bock. Man legt sich nicht mit Menschen an. Ich leg mich an, mit wem ich will. Kapiert? Komm doch her, ich verpasse dir eine Abreibung. Gib's auf den Sack. Voll auf die Nüsse. Na? Komm schon, versuch das nochmal und du bist dran. Ich soll das nochmal versuchen? Na gut, wie du willst. Ausgewichen. Hier, ein Tritt, Alter. Das nennst du einen Tritt? Ich zeig dir mal, wie man kämpft. Okay, okay, Frieden. Frieden? War ein Spaß, hier. Hey, willst du mich verarschen oder was? Komm her, guck mir in die Augen. Ich mach dich kalt, Alter. Fang mich doch. Ganz anders. Okay, Renate, dann lasset uns nicht lang zögern und unsere Kräfte messen. Ja, los, Patrice, zack, Alter. Hey, ich werde dir den Hintern versohlen, Renate, du wirst schon ich sehen. Ich nehme dein Bein, Alter. Yeah, oh, hey, nicht mein Bein, Renate. Na, was machst du jetzt, das ist unfair, Alter. Renate, hey. Wisst ihr eigentlich, warum Giraffen so einen langen Hals haben? Nein, keine Ahnung, King. Erzähl's uns. Na, das liegt vermutlich daran, dass der Kopf so weit oben ist. Ah! Natürlich weiß ich, wo der Bahnhof ist. Oh, nein, nicht. Sind Sie hier völlig falsch? Ah! Müssen Sie in diese Richtung? Hilfe. Dann eine ganze Weile geradeaus und am Kreisverkehr links. Und da ist der Bahnhof. Danke. Oh, komm schon. Willst du bitte von mir runtergehen? Oh, du geile Töle, mach die Hundestellung. Du bist ein altes Schwein. Oh, ja, und du bist ein junger Hund. Komm her, du, lass dich vernaschen. Alter, versuchst du mich gerade zu vergewaltigen? Was läuft diese scheiß Viecher gerade jetzt über die Straße, ey? Ein neues Auto, da könnt ihr ja kotzen, Alter. Boah, nichts für ungut, aber sie sollten mal dringend ihr Kühlwasser auffüllen.